Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Immer mehr Details zum Wahlchaos. Letzter Arbeitstag für BER-Chef und neue Corona-Regeln im Oktober. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 30. September. Die Gesundheitsverwaltung meldet für Mittwoch 635 Corona-Neuinfektionen in Berlin. Zwei Corona-Ampeln zeigen gelb. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 67,7. Die Krankenhausintensivbetten sind zu 8,9% mit Covid-Patienten belegt. Die Ampel der Hospitalisierungsinzidenz steht mit einem Wert von 1,3 auf grün. Parallel zu einem Treffen der Grünen mit der SPD wollen sich am Sonntag auch Vertreter der FDP und der Union zu Sondierungsgesprächen treffen. Das berichten Unionskreise. Dabei soll die Möglichkeit einer Koalition der Union mit Grünen und FDP diskutiert werden. Ein Treffen der Union mit den Grünen soll dann Montag folgen. Das Wahlamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat bei der Bezirksverordnetenversammlung teilweise fiktive Schätzungen statt Wahlergebnisse gemeldet. Dies fiel auf, da mehrere Wahlbezirke exakt gleiche Ergebnisse anzeigten. Laut Bezirkswahlleiter seien solche Schätzungen zulässig, wenn sie keine Mandatsrelevanz hätten. Die Satirepartei Die Partei will eine Wahlprüfungsbeschwerde für die Abgeordnetenhauswahl einlegen. Wie Parteichef Martin Sonneborn mitteilt, habe man einen Anwalt damit beauftragt. Wähler der Partei berichten, dass Wahllokale offiziell 0 Stimmen für die Satirepartei meldeten, obwohl sie in eben diesen gewählt hätten. Mit dem 30. Oktober geht der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, Engelbert Lüttke-Dahltrup, in den Ruhestand. Circa 4 Jahre lang arbeitete Flughafenchef Dahltrup daran, die Dauerbaustelle BER nach jahrelangen Verzögerungen zu sanieren. Ende Oktober 2020 wurde der Hauptstadtflughafen unter seiner Leitung dann endlich eröffnet. Die öffentlichen Schulden Deutschlands sind im ersten Halbjahr 2021 deutlich gestiegen. Das teilt das Statistische Bundesamt mit. Demnach stieg die Verschuldung des öffentlichen Gesamthaushalts um 3,6% auf 2,25 Billionen Euro an. Am stärksten stiegen die Bundesschulden, was auf die Kosten der Corona-Krise zurückzuführen ist. Ab dem 11. Oktober sind die sogenannten Bürgertests, also die bisher kostenlosen Antigen-Schnelltests, zahlungspflichtig. Gratis bleiben sie nur für Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder Kinder unter 12 Jahre. Außerdem entfällt für Ungeimpfte die bisher gültige staatliche Lohnfortzahlung bei angeordneter Quarantäne. Nun müsste wieder der Arbeitgeberausgleich zahlen. Teile der Berliner Verwaltung leiden seit dem frühen Donnerstagmorgen unter IT-Störungen. Das bestätigt das IT-Dienstleistungszentrum des Landes. Demnach können beispielsweise Teile der Justiz weder E-Mails senden noch empfangen. Genaue Angaben, wer betroffen ist und was der Grund der Störung ist, wurden nicht gemacht. In Prenzlauer Berg wird es kein zweites Sportstadion neben dem Jahn-Sportpark geben. Darauf habe sich laut Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ein behördlicher Lenkungskreis geeinigt. Nun gibt es noch zwei Optionen. Entweder ein kompletter Abriss und Neubau des Sportparks oder ein barrierefreier Umbau der bisherigen Strukturen. Nach der Auftaktniederlage ist Union Berlin im ersten Heimspiel der Gruppenphase der Europe Conference League am Donnerstagabend gefordert. Im Olympiastadion spielend trifft das Team von Urs Fischer auf den israelischen Meister Maccabi Haifa. Die Eisernen müssen wegen einer Gehirnerschütterung dabei weiter auf Timo Baumgartl verzichten. Und damit zu den Wetteraussichten. Die Nacht zum Freitag wird wolkig und kühl mit nur 10 Grad. Am Freitag stören dann bei bis zu 18 Grad nur vereinzelte Wolken den sonst sonnigen Himmel. Bei gleichbleibenden Temperaturen erwarten uns am Samstag dann ein Mix aus Sonne und Wolken. Ab Sonntag wird es wieder grau,
Die Temperatur bleibt bei 18 Grad, allerdings ist die Sonne nicht mehr zu sehen. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.